Justus Becker und Oh Shen malen und sprühen seit 20 Jahren. Künstler. Hier erschaffen sie ein Bild, das längst um die Welt ging. Das ein Symbol geworden ist für das Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik. Sie malen den toten Flüchtlingsjungen Aylan, der im September an die türkische Küste gespült worden ist. Dieses Bild, was wir uns jetzt ausgesucht haben, hat mich halt sehr bewegt. Und ich dachte, das wäre wichtig, auch das mal hierher zu bringen, weil es die Leute ja erst interessiert, wenn es vor ihrer eigenen Haustür passiert ist. Die Frankfurter Künstler dürfen die Wand, die der Stadt Frankfurt gehört, regelmäßig gestalten. Dieses Motiv hat sie Überwindung gekostet. Wir beide standen gestern da und ich war echt kurz am Überlegen, so, ey, nee, das kann ich nicht, ich will es auch gar nicht. Aber dann wiederum gehst du nach Hause und kriegst dann diese ganzen Menschenverachtungen mit, so, die jetzt gerade wieder so präsent ist. Und dann bin ich auch motiviert wieder hergekommen und habe gesagt, ja, wir ziehen es jetzt doch durch. Diese Aufnahmen sind um die Welt gegangen, haben Bestürzung ausgelöst. Damit es fotografisch genau aussieht, bemalen sie Stück für Stück die 110 Quadratmeter große Wand, sprühen feine Schattierungen. 3 Tage arbeiten sie gegenüber der Europäischen Zentralbank. Ich hatte die Idee, das so am Wasser zu machen, das passt ja zu dem Bild. Und dass es jetzt genau diese Gegenseite von der EZB ist, ist natürlich noch ein positiver Effekt. Weil das dann quasi diese Insel, Hafeninsel, sowas wie die türkische Küste ist, wo das auch passiert ist und die EZB quasi Europa darstellt. Das Bild des dreijährigen Aylan ist von beiden Uferseiten aus gut zu sehen und löst in den Menschen etwas aus. So wie es sich die Künstler erhofft haben. Sehr bewegend und berührend, wenn man sieht, also so ein Kunstwerk, was ja eigentlich Schmerz und Leid ausdrückt und das dann so plakativ vor Augen gehalten bekommt. Ja. Diese Unmenschlichkeit, die in dieser ganzen Flüchtlingsgeschichte drin ist. Und mich macht unheimlich betroffen, wenn ich das sehe. Es ist gar nicht schlecht, dass man das immer wieder gezeigt bekommt, was da eigentlich passiert ist. Und dass sich das eigentlich auch nicht mehr wiederholen soll. Aus irgendwelchen Gründen schafft die EU es leider nicht, sich zusammenzusetzen, um solche Schicksale einfach zu vermeiden. Die beiden Künstler haben das Projekt privat finanziert. Mit dem fertigen Bild des kleinen Aylan aus Syrien soll an ihn und an all die anderen Ertrunkenen erinnert werden.